Moin Moin. Das sagt, begrüßt die Leute. Neue Runde hier, LS22, Nordfriesischer Marsch natürlich. Wollte gerade noch mal gucken. Was die Zellstofffabrik in Sachen Klopapier am Start hat. 8 Stück. Und Best Price. Ja, also da reden wir über 20 Unterschiede in der Palette, sind 108 Paletten. Das wären 800 Euro, die wir sparen würden, wenn wir das jetzt komplett woanders hinfahren. Aber ich nehme das jetzt einfach mit, ne? Klopapier und Fisch. Gute Ladung. Einmal auslagern. Dann bringen wir später noch Karton und Papier weg, 100.000, das ist auch wieder gut. Ja, also heute machen wir hier Zahltag, liebe Leute. Mal gucken, ob wir Richtung Millionen kommen. Aber wir haben natürlich in den letzten Tagen auch viel ausgegeben für die Produktion, von daher müssen wir auch mal wieder viel einnehmen. Lavendel kannst du aktuell nur mit dem Lavendelernter ernten. Die extern runtergeladenen Mods kann man logischerweise nicht als ein Modpack zusammenschnüren, das man runterladen kann. Weil das wäre Modklau logischerweise, ne? Wenn ich sozusagen das ist ja, dann klaue ich ja praktisch allen die Mods und pack ein Modpack und nee, also wer das macht und sowas zur Verfügung stellt, den sollte man gleich meinen, ne? Wo hast du so viel Hackschnitzel gemacht? Oh, guck mal, Sägewerk haben wir jetzt doch leer geklaut. Wenn nicht aufgepasst. Nicht, ob der Wender das gleich mitkriegt, aber hier könnte man sogar noch ein bisschen die Kanten mähen, ne? War nicht so gut, weil der Big M hier denn die Kante. Ah, doch, hier wird es sogar noch gehen. Aber wollte ich jetzt gar nicht. Das war eigentlich, ne? Quatsch. Fahren wir einmal zur Seite. Und 3 Wälder hinter der Nordtankstelle. Mit der Bruchsplatt gemacht, oder? Das lohnt er dann erstmal. Also eigentlich ist alles verlinkt in der Modliste, ne? Hier ist noch eine alte Bodentextur, sehe ich gerade. Aber das bleibt auch erstmal so. So. Der ist hier angekommen, aber erstmal muss der Schwader jetzt gleich los. Erstmal muss der Wender los. Also. 17 Meter Arbeitsbreite wird wohl passen. Auf Feld 10 sind wir aktuell unterwegs. Auch stimmig. 2 Vorgewände. Startet auf Vorgewände. Macht. Ja, ihr würdet weich sagen, ne? Mal hier hin, ne? F10. Denn es ist Wenden. 17 Meter, ne? Erster Wegpunkt. Viel Spaß. Erstmal Feierabend, keinen weiteren Auftrag gerade, weil wir aktuell voll sind mit Missionen. Wir haben ja nur 3 zur Auswahl, und ich möchte auch nur 3 zur Auswahl haben. So, ich will jetzt endlich bis zum Hackschnitzelkollegen durchswitchen, weil er soll ja auch nicht unser Sägewerk hier blockieren. Deswegen reicht erstmal mit Hackschnitzel.
Bring das noch schnell zu Zellstoff und dann ist gut. Dann läuft mir wieder sehr, sehr gut zu tun hier. Wachsen unsere Bäumchen noch? Ja, zumindest stehen sie noch. Noch irgendwelche Kurse durchlaufen. Vielleicht habe ich mir gerade nicht den Kurs richtig erwischt, ne? So. Weiter geht's. Guck mal, wir haben ab zu Lidl, bevor die Preise zu sehr sinken. Also für Ballen empfehle ich eine Ballenlagerhalle, ne? Dafür sind ja zwei Stück von mir im Modpack mit drin, also eine Ballenlagerhalle sollte man schon haben. Oder was wohl eingelagert? Achso, Lavendelballen kann man bisher als Ballen noch nicht einlagern, das stimmt. Das kann gut sein. So, unser Geld fürs Feld. Fahren wir hier gerade durch die Gegend. Danach haben wir theoretisch noch Sägewerkprodukte und nochmal Zellstoffprodukte. Mein Dünger und so und Kompost, das lohnt glaube ich eher nicht. Das sind noch nicht so die Mengen, die wir da haben. Läppert sich auch zusammen, ist auch klar, aber lohnt noch nicht so richtig. Aber das hier wird lohnen. So muss die Gelduhr sich drehen, ne? Wissen wir auch, warum wir immer so viel Geld für Diesel ausgegeben haben, um diese Einnahmen zu erzielen hier. Sehr schön. 261.000 und wir kriegen noch knapp 6.000 Umweltbonus on top dazu. Gut, das war das eine. Dann machen wir noch Karton und hier Papier und Karton. Ich habe überlegt, ob ich tatsächlich schon eine Obstplantage bauen sollte, aber es ist einfach dann so wieder eine 500.000 weg, ne? Es geht leider nicht. Auch wenn ich Bock drauf hätte. Wir mit Kompost und eigenem Dünger auch schon die Rohstoffe haben, die wir brauchen. Das ist finanziell nicht tragbar für uns aktuell. Aber die Millionen schaffen wir locker. Das schaffen wir schon jetzt mit Papier und Karton, ne? Der Landwirt wird mit Meeresfrüchten und Kurpapier reich, genau. Weil er einfach seine Fühler in deutlich mehr Industrie ausgestreckt hat als standardmäßig. Aber machen wir uns nichts vor, es sieht doch immer nach viel Geld aus. Auf der Marsch brauchen wir aber auch, bewegen wir ja definitiv mehr Geld als auf normalen Karten. Brauchen wir aber auch, weil eine neue Produktion, alleine dieser ganze Zuckerfabrik, Malzproduktion, Laborkomplex, wird ja knapp 4 Millionen Euro oder so verschlingen. Das ist, muss man erstmal haben, ne? Genau. Papier auslagern. Beton auslagern. Wollen wir das wieder behalten, einlagern. Wie gesagt, mir würde es immer noch am besten finden, wenn man hier den Punkt hätte, ne? Einlagern, auslagern, verteilen, direkt verkaufen.
Wäre, glaube ich, das Beste. Besser als das hier, über irgendwie ein anderes Menü zu managen. Meiner Meinung nach. So. Ich habe ganz gut Strom hier eigentlich gekriegt. In letzter Zeit. Wartung wird aber auch über direkt. Achso, wird direkt verkauft aktuell noch. Sind wir unseren Stromproduzenten. 90%, der hat nur noch 76%, 80%, das geht aber noch, ne? Also noch mache ich da jetzt keinen Panikmodus und switche das um. 88, hier ist auch schon eine Menge Strom vorhanden. Weil hier Strom verteilt wird, ich glaube, Strom können wir jetzt auch erstmal auf Verkaufen einstellen. Dünger haben wir 50.000, werden wir selber für die Felder bestimmt brauchen. Silage, wie gesagt, Fermenter braucht im Winter ja eh. Ist gut, dass der jetzt erstmal sammelt hier seine Silage. Siliermittel haben wir auch auf jeden Fall mittlerweile wieder genug Platz für. Dank. Ach, ich habe den falschen ausgemacht. So wollte ich das eigentlich. Deswegen hat er so viel Silage, Siliermittel verbraucht. Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert. Gut, Fischer ist leer. Zellstoff ist leer. Komposter hat 80.000. Passt noch, ne? Aber der braucht bald mal wieder einen Schwung Diesel. Verbraucht aber zum Glück nicht ganz so viel Diesel. Und ich würde sagen, besuchen wir nochmal das krass volle Sägewerk. Das lohnt sich nochmal. Da kriegen wir auch nochmal eine dicke Ladung mit Holzprodukten voll. Und dann haben wir alles verkauft, was wir verkaufen konnten. Dürfen wir bei 1,2, 1,3 Millionen wahrscheinlich landen. Locker genug Geld für ein Feld. Und ihr wisst ja, ich schiel ja sowieso eigentlich fast eher auf zwei Felder. Ne? Ein Sorghumfeld, was man auch im Mai noch kaufen kann. Und ein Feld, wo wir Zuckerrübe anpflanzen. Braven, moin moin. Achso, das war das, glaube ich, was Achim auch schon mal sagte, ne? Über dieses Auslagermenü von den Silos. Und in der nächsten Version, glaube ich, ist er dann ja auch mit eingebaut, dass man die Paletten wieder nach Füllstandsanzeige anzeigen lassen kann. Weil das Prinzip brauche ich dann ja später, wenn ich hatte das gestern schon erwähnt, dass ich jetzt eigentlich bald mal mich wieder ransetzen möchte und die Matchmap auf LS22 Niveau bringen möchte. Also neu, ne? Ein bisschen ändern, neu und weiter. Und dann vielleicht wieder mit dem LS17 Prinzip, dass man wieder eine Getreidesorte abgeben muss und wenn man eine abgegeben hat, kann der andere das nicht mehr sozusagen. Als Ziel eben. Aber wie das genau wird und weil, das wird man in den nächsten Monaten sehen. Das wird auch dauern. Und die NF Marsch ist jetzt ja ziemlich gut auf jeden Fall. Natürlich wird man noch weitere Produktion machen. Das ist völlig klar. Das ist nach wie vor angedacht. Es sind ja auch immer noch sehr, sehr viele Produktionen, die viele noch aus dem LS19 hier vermissen. Kommt alles, keine Sorge. Um Zeit kommen mehr Produktionen. Aber ich möchte auch gerne natürlich Matchmap fertig machen, dass wir da wieder ein ordentliches schönes Matchmap-Projekt draus machen können. Und von daher, da brauche ich dieses Prinzip denn in den Produktionen, weil ich kann es wahrscheinlich auch das Silo könnte ich wahrscheinlich auch machen. Aber das müsste die Silos, ja, da müsste man ja das Land, glaube ich, kaufen. Also wenn ich jetzt Silos fest auf die Karte platziere, müsste ich ja das Land als Team dann kaufen. Damit mir das gehört, damit ich dort auch abkippen kann. Naja, mal gucken. Kieswerk wird sich gewünscht. Das ist tatsächlich mit das Leichteste, glaube ich. Ein bisschen Diesel rein, Kies raus. Oder ne, Diesel rein, Sand und Kies und Erde raus. Ja, denn dem Bäcker fehlt natürlich mit weiteren Produkten. Da sind ja noch viele Schienen, die noch fehlen. Produktionsschienen.
Das alles aufzuzählen, würde wieder den Rahmen hier sprengen. Ne? Dafür waren es zu viele. Fällt 39 für Zucker rüber. Das reicht, um die Zuckerfabrik dann wahrscheinlich eine ganze Zeit lang zu bedienen. Ja, Tiere ist auch interessant, genau. Modpack brauchen wir nicht entpacken. Ja, Kalkwerk für die Steine, was man dann wieder mit dem Kies wahrscheinlich vielleicht später macht, dem Kies aus dem Kieswerk. Oder dann eben, wenn man welche hat von den Feldern, die Steine. Vielleicht außenrum ist auch egal. Also wenn du mit der Version ohne Gräben spielst, dann musst du auf jeden Fall wahrscheinlich noch das Höhenmodell austauschen der Karte. Wenn du aber mit Gräben spielst, so wie ich, brauchst du für die 192 kein neues Safe Game. Das ist wieder ganz normaler Standard, ne? Dass man eigentlich kein neues Safe Game braucht. Also Tiere, ich kann ja tatsächlich höchstens diese statischen Ställe bauen, so wie im LS19, ne? Eine Rinderzucht, Schweinezucht, aller Produktionsprinzip, aber damit weiß ich noch gar nicht, ob die Produktionstrigger, das weiß ich nicht, ob Raven das weiß, normale Tiere überhaupt akzeptieren als Tiere, als Füllung. Ich habe es noch nicht, wie gesagt, habe mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich meine, wenn es dann geht, ist es nachher kein Hexenwerk und machen aus einem Rind 5000 Fleisch oder so, ne? Oder wieder aus einem Schaf wieder Lammfleisch oder was auch immer und aus dem Schweine Schweinefleisch und Wurst und so. Das ist dann alles wieder auch machbar. Muss nur gucken, es muss nur schauen, dass der Produktionstrigger der normalen Produktion auch Input-Tiere irgendwie akzeptiert, ohne dass Tiere komplett wieder neu gemacht werden müssen. Problem war ja im LS19, ja, ging es nachher mit Global Company ja dementsprechend auch, dass man die Tiere aus dem Tiertransporter eben in die Produktion reingeben konnte oder auch eben abholen konnte. Sieht man ja bei der Rinderzucht bei mir im LS19. So, Bretter auslagern. Da kam schon mal ein guter Sprung raus. Leerpalette. Nehmen einfach alles, ne? Wir machen den großen Ausverkauf hier, ja, komm. Was soll das denn? Da kriegen wir auch alles mit, ne? Lars, danke dir für den Pitz. Ja, weil eine komplett neue Fülltype zu organisieren, zu registrieren, ich weiß es nicht. Also es gibt ja schon Schlachtereien. Im Zweifel gucke ich mir das Programm denn an, wenn es bis dahin noch keine andere Lösung gibt. Und dann noch. Wurst ist nicht gleich Wurst. Ja, aber komm. Räucherwurst oder, ne, dann bist du noch Salami oder Schinkenwurst oder Bierwurst oder Pilzwurst. Ist ja alles machbar. Pilzzucht hatten wir ja im LS19 auch auf der Marsch. Das ist das erste Mal, dass der LKW krass hier zu ziehen hat. Klasse. Ferne Katze vom Schreibtisch. Ich schiebe was in den Weg. Also ja, dann müsstest du, das ist diese Säulen-Map, die in der Karte verankert ist, für Precision Farming. Wenn ich jetzt hier dann
Auto 3 fahren lassen. Mit dem ist mir das ein bisschen zu suspekt. Und da haben wir Fisch, Zellstoffprodukte und Sägewerkprodukte. Mehr haben wir noch nicht, aber auch immerhin, ne? Wissen wir aber auch, dass wir dann im Mai wieder groß Schulden tilgen müssen. Das ist halt viel, ne? Guck mal, wir haben hier 70, 75, 70, 65, 130. Fast 300.000 Liter hier drauf. Natürlich schon dann, ne? Da finde ich, ist es in Ordnung vom Gewicht. Steht auch unten, das Ding wiegt fast 30 Tonnen. Das sind 30 Tonner jetzt. Katze. Die Bodenkarte kann theoretisch jeder für sich aber ändern. Wenn man eine Säulenmap auf der Karte malt, kannst du ja malen. Du musst neu starten, hast eine neue Karte, aber das muss jeder für sich selber machen. Und das ist aufwendig, weil man es neu in der Karte malen muss, die Bodentypen muss man neu auf die Karte malen, je Sorte. Und dann wird es nur Auswirkungen haben für einen neuen Spielstand oder eben wenn man die Bodenkarte im Savegame austauscht. Katze ist wieder im Katze. Ist wieder im Spielmodus hier. Geht jetzt erstmal runter. Treff doch. Will keinen Terror machen. Katze muss erzogen werden, ne? Jetzt war eine Woche kennenlernen, jetzt wird erst schon ein anderer Wind. Ich produziere durch die Biogasanlage mehr als genug Strom im Monat. Wie viel müsste ich jetzt, ne, müsste man gucken. Aber 10.000 werden es ja schon sein wahrscheinlich. Überladene LKW. Ups. So, wie viel Strom produziere ich denn? Das müsste ich ja doch eigentlich hier relativ schnell sehen können. Das ist ja pro Monat, ne? 183.000 wird verkauft und 28.000 wird verteilt. So, das war der Zahltag, ne? Und ihr seht es auf dem Konto, es war auch wirklich Zahltag. Wir haben heute bestimmt 700, ja, nicht ganz 600.000 in Produkten eingenommen. So, das war nochmal 250.000 durch Holz. So. Der Big M ist die ganze Zeit an, ne? Hier stehen überall Big M's rum, ich weiß. So, der hat schön gewendet. Ist, glaube ich, gerade auf seiner letzten Bahn. Das passt doch sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier in weitermachen mit Schwaden. Und dann natürlich nach dem Schwad noch wieder Beinen pressen. Und dann haben wir das mit dem Heu nämlich auch erledigt. Verbrauchst aber 64.000, verteilst nur 28. Ja, macht doch Sinn. Wenn Produktionen schon viel haben, dann muss man denen ja nicht noch mehr geben. Deswegen, wenn man hier guckt bei mir, als Beispiel kann ich natürlich klar zeigen, schnell. Das Sägewerk zum Beispiel hat 44.000 von 100.000. Ne? Warum? Der braucht jetzt ja hier nicht noch ständig noch mehr. Macht immer auf gleiche Priorität. Dann haben wir noch weitere Stromverbraucher. Ist er hier? Der hat halt super viel. Den, ne, habe ich komplett rausgenommen.
Weil mit 32.000 Strom hat natürlich die Produktionsstätte für Dünger, solange man auch nur auf einer Schiene fährt, schon lange Strom, ne? Hast du 1.92? Welche Gräben? Also die meisten sind zugeschüttet und das andere im Zweifel, wie ich schon sagte, platziert euch eine platzierbare Wasserplane da rein und gut ist. Oder macht selber Terraforming und macht das Land, zieht das Land glatt. Nee, warte mal. Katze, meine Weintrauben snacken hier, Spindewohle. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ich geh gleich raus, mach die Tür zu. Nee, wüsste ich nicht genau. Das ist ja dieses andere Gras, was man platzieren kann, ne? Kannst du höchstens neu anpflanzen, vielleicht. Katze. Direkt Saatsämaschine und neu ansehen. Das guckt sich selber nicht mal an. Ne? Sieht lieb aus, ist aber böse. So, also. Spitze mit der 80 hat er nur. Fahrzeuge auf dem Kurs ist einer. Vorgewende 2. Er startet auf den Bahnen. Wir machen auch weich. Und gut, ne? Noch 15 Meter. Erster Wegpunkt. Und ab dafür. Ja, okay, das sage ich euch. Keine Ahnung. Nachsichtig sein, Ansprechpartner für Mieze, ja. Oh, Katze. So. Dann können wir jetzt hier Schwatt machen. Danach kommen dann gleich die Ballenpresse hinterher. Wenn wir auf den Bahn anfangen, dann können wir das auch relativ schnell machen. Und dann kann man danach die Heuballen einsammeln, Mission erfüllen und restliche Heuballen gehen ins Ballen noch zu platzierende Ballenlager. Moin moin. Also ansonsten gerne nochmal die letzten, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ein paar Gräben halt noch keine Kollision, Quatsch, kein, nicht noch nicht dicht geschüttet sind. In der 1.92 ohne Gräben. Dafür muss man aber auf jeden Fall einen neuen Spielstand starten und sich das da nochmal angucken, nicht in bestehende Spielstände. Und dann sonst nochmal mit geöffneter Minimap und Foto per E-Mail schicken. Dann werde ich das nochmal sehen, aber dafür mache ich jetzt keinen Hotfix fertig, so nach dem Motto, sondern das ist dann erstmal so. Nee, das reicht. Wird hier nicht an den Gardinen hochgespielt. Und da. Versucht hier die Gardinen hoch zu kraxeln. Also Katzen, ne? Mann, 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 Leute. Ja, runtergefallen. Versucht hochzuspringen. Runtergefallen. Sehr gut. Ja, wir sind aber sowieso am Ende der Folge, sehe ich gerade. Also ich kümmere mich um die Katze, schmeiße jetzt hier raus. Danke fürs Reinschalten natürlich auf YouTube. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Thank you.